Hallo Linux-Freunde, hier ist Joe. Ich habe euch heute die neueste Version von Manjaro mitgebracht. Und zwar ist das die Version 17.0.5. Und ich möchte kurz darauf eingehen, was es da für Neuigkeiten gibt. Also ich möchte jetzt nicht das ganze Manjaro hier vorstellen. Ich habe XFCE Desktop. Da müssten wir jetzt nicht auf jede Kleinigkeit eingehen. Da gibt es schon ältere Videos von mir, die das tun. Ich möchte mich heute auf die Neuigkeiten konzentrieren. Und was mir aufgefallen ist, deswegen zeige ich das jetzt, das ganze PMAC wurde hier überarbeitet. Also die Anwendung, mit der man Software installieren kann, mit der man aber auch Updates ziehen kann. Und zwar, wie man sieht, das war vorher ein bisschen spartanisch, so ähnlich wie Synaptic. Und jetzt hat man so eine kleine Mischung zwischen einem Software Center, wie man es auch von Ubuntu kennt, und eben einem etwas spartanischeren Software Manager wie Synaptic zum Beispiel geschaffen. Das finde ich recht gut. Man hat hier zum Beispiel auch diese Kategorien hier eingeführt und da sieht man also jetzt, dass die ganzen Anwendungen, die hier verfügbar sind, schön aufgelistet werden unter Kategorien. Ich habe hier mal Audio und Video aufgemacht. Das, was grün markiert ist, ist schon installiert und das andere kann man entsprechend nachinstallieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte Brasero haben, dann wird hier Information angezeigt, was das ist, in welcher Version das da ist. Und die Abhängigkeiten werden hier gezeigt, sodass man auch genau weiß, was hier dabei sein muss und was auch mit installiert wird. Und hier sind dann nochmal die einzelnen Files aufgeführt. Und wenn man hier auf Install jetzt drücken würde, dann würde er es ganz einfach installieren. Und so geht das hier durch. Wie man sieht, auch jede Menge Spiele da, Grafikprogramme. Und das ist eine ziemlich einfache Angelegenheit, wie ich finde. Und ja, warum denn nicht, wenn das funktioniert? Man hat alle Informationen, die man braucht und man kann es einfach installieren. Ich finde diesen Software-Installer, dieses Software-Center, wirklich gut gelungen. Falls es denn funktioniert, das habe ich jetzt natürlich noch nicht getestet. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. Hier oben erhält man einen Überblick über das, was schon installiert ist. Das wird hier einfach aufgelistet. Man könnte das hier auch einfach deinstallieren. Und zumindest sieht man, was alles da ist. Und hier bei Updates habe ich vorhin gemacht, Your System is up to date. Da würde angezeigt werden, wenn es Updates gibt. Das Ganze ist übrigens bei mir jetzt in englischer Sprache, weil ich nur Live-System hier laufen habe. Und noch was Neues gibt es von Manjaro, das möchte ich euch auch mitteilen. Es werden ab Oktober Laptops ausgeliefert, die Manjaro schon vorinstalliert haben. Und zwar ist es Spitfire Manjaro Special Edition. Und hier auf der Homepage unter manjaro.org Hardware gibt es dazu Informationen. Es gibt verschiedene CPUs hier, entweder ein i7-7500 oder ein i5-7200, Intel Grafik und natürlich DDR4 Memory. Das schaut gut aus, ausgerüstet auch mit SSDs. Und am 13. Oktober beginnt der Pre-Order. Und hier steht, we are shipping the first machines by the end of October. Das heißt, Ende Oktober könnte man so eine Maschine dann haben. Und so wie ich das verstanden habe, ist das momentan nur innerhalb Europa. Was heißt nur? Das ist ja schon einiges.
Also ich bin da sehr gespannt. Ich finde grundsätzlich die Idee gut, dass Laptops schon mit Linux ausgeliefert werden. Und wenn Manjaro hier das gut macht, dann wird das sicherlich eine schöne Sache. Also wollte ich euch nur mal sagen, weil ich das sehr interessant finde. Also das war mein kleines Video zu Manjaro, was es da alles Neues gibt. Bis zum nächsten Mal, euer Joe.